Alles klar. Nehme ich auch mal meine Maske ab. Ja, hallo, zurück oder immer noch auf der Chaos-Trawler-Bühne hier in Hamburg. Die nächste Nummer, die hier läuft, ist die Initiative Dessauer Ufer von Markus und Luis. Hier geht es um das Lagerhaus G und die Initiative Dessauer Ufer zu den Auseinandersetzungen um ein ehemaliges KZ-Außenlager im Hamburger Hafen. Viel Spaß und ja, gute Erkenntnisse hier. Ja, hallo, ich bin Markus, das ist Luis von der IDU, Initiative Dessauer Ufer. Wir freuen uns, hier sein zu können, happy, diese Einladung bekommen zu haben und unsere Arbeit und unser Projekt vorstellen zu können. Uns gibt es seit ungefähr 3 Jahren und wir bemühen uns um ein Gebäude. Du hast es eben schon gesagt, dass ein ehemaliges Außenlager des KZ Neuengamme in Hamburg gewesen ist, in den Jahren 44 und 45. Das Gebäude befindet sich, wie man hier auf dieser Karte sieht, auf dem kleinen Grasbrook. Das ist eine Elbinsel gegenüber von der Veddel. Das ist im Gebiet des ehemaligen Hamburger Freihafens, der seit 2013 geöffnet ist. Ein ziemlich großes Gebäude mit einer langen Geschichte. Und dieses Gebiet, kleiner Grasbrook, ist jetzt im Fokus der Hamburger Stadtentwicklung. War auch schon im Fokus, als es um die Olympiabewerbung der Stadt ging, wurde sehr viel über diese Gegend rüber geplant, Stadien entworfen, Gebäude, Straßenzüge. Und der Umgang mit dieser historischen Immobilie war eigentlich nie besonders geklärt oder immer sehr randständig. Und genau, das ist so das, womit wir uns beschäftigen. Das Gebäude liegt am Hamburger Saalehafen an der Dessauer Straße oder auch Dessauer Ufer genannt und ist nicht weit von dem S-Bahnhof Veddel und eigentlich auch schon in der Nähe von dem neuen U- und S-Bahnhof Elbbrücken. Also ist sehr zentral in der Stadt gelegen. Und wir sind auch froh, hier sein zu können, weil das im Grunde von der Stubnitz und vom Gängeviertel nicht weit weg ist. Also man kann da fast zu Fuß hin marschieren. So. Das sieht man hier. Ne? Die Stubnitz liegt bei dem zweiten Pfeil, also wirklich direkte Nachbarschaft und trotzdem ein Gebäude, was sehr lange vergessen war und nicht beachtet wurde, weil es eben im Freihafen lag und als Lagerhaus benutzt wurde. Genau. Vielleicht noch ein Satz zur Geschichte des Gebäudes. Das ist ab 1903 in 2 Bauphasen als ein Bodenspeicher gebaut worden, nachdem die Hamburger Speicherstadt, die ja jetzt Weltkulturerbe ist, damals zu klein geworden ist, hat man den Hafen halt in Richtung Süden erweitert. Und da ist dieser Speicher so eines der letzten großen Bauzeugnisse aus der Zeit. Es ist in 8 Gebäude unterteilt und hat insgesamt eine Nutzungsfläche von 24.000 Quadratmetern, ist also riesengroß. Genau. Und dort wurden damals hauptsächlich, also wurde gebaut im Auftrag der Hamburger Lagerhausgesellschaft und es wurden dort klassische sogenannte Kolonialwaren eingelagert, wie Kaffee, Tee, Kakao und vor allem auch Rohtabak, unter anderem jahrzehntelang für die Firma Remzma. Und wie genau es dann zu einem Außenlager umgenutzt wurde, ist Teil unserer Arbeit, das zu erforschen. Genau, da würde ich jetzt ein bisschen was zu sagen. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir uns für dieses Haus einsetzen. Das liegt nicht nur daran, dass es irgendwie eine baugeschichtliche Bedeutung hat, sondern vor allen Dingen, dass es eben eines der größten Außenlager im Stadtgebiet Hamburgs war. Im Sommer 1944 entstand hier das erste Frauenaußenlager des KZ Neuengamme. Das heißt, in 2 Transporten sind hier insgesamt 1500 als Jüdin verfolgte Frauen aus dem KZ Auschwitz angekommen. Der Grund dafür ist, dass das NS-Regime in den letzten Jahren des Krieges zunehmend auf Zwangs- und Sklavenarbeit zurückgegriffen hat, um die Kriegswirtschaft am Laufen zu halten. Also im Frühjahr 1944 wurde zum Beispiel dann beschlossen, dass auch KZ-Gefangene aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern in Osteuropa zurück in die deutschen Großstädte gebracht werden sollen, um dort eben in der Wirtschaft Zwangs- und Sklavenarbeit leisten zu müssen. Die Stadt Hamburg hat damals dann zum Beispiel einen Bedarf von 15.500 Häftlingen angemeldet, die sie benötigen würde, um
die Bau- und die Rüstungsindustrie jeweils zu unterstützen. Und ein Teil davon sind eben diese 1500 als Juden verfolgte Frauen, die eigentlich dafür vorgesehen waren, Behelfswohnheime zu bauen für die ausgebombte Hamburger Zivilbevölkerung. Also so ein bisschen das zu machen, was man dann später den Trümmerfrauen zugeschrieben hat. Aufgrund der alliierten Bombenangriffe auf den Hamburger Hafen sind sie dann aber stattdessen ans Dessauer Ufer gekommen, um Aufräumarbeiten und Trümmer zu räumen in der Hamburger Mineralölindustrie, die halt kriegswichtig ist, was dann natürlich einen höheren Stellenwert als die Zivilbevölkerung für die Nationalsozialisten hatte. Genau, aus den Berichten überlebender Frauen wissen wir, dass als sie vor Ort angekommen sind, dort schon italienische Militärinternierte und sowjetische Kriegsgefangene untergebracht waren. Das sind beides Gruppen, die von den Nationalsozialisten nicht als Kriegsgefangene anerkannt worden sind und ebenfalls zur Zwangsarbeit im Hamburger Hafen gezwungen wurden. Und nachdem die Frauen dort dann auf andere Lager verteilt worden sind, ist in diesem Außenlager Dessauer Ufer, wie es dann hieß, noch 2000 Männer untergebracht worden sind, die aus dem KZ Neuengamme dorthin gebracht worden sind. Und genau. Das Ganze ist Teil eines, wie vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden ist, relativ weit verzweigten Systems von Zwangs- und Sklavenarbeit in Hamburg. Ihr seht auf unserer Präsentation einen Ausschnitt einer Karte von Friederike Littmann, die dazu wissenschaftlich gearbeitet hat und die auch öffentlich online zugänglich ist. Ich kann jedem Hamburger oder auch Nicht-Hamburger empfehlen, die sich mal anzuschauen. Dort hat sie nämlich alle ihr bekannten, zu dem Zeitpunkt bekannten Hamburger Lager eingetragen. Wir wissen mittlerweile, dass es noch mehr gibt und es ist auch gleichzeitig klar, dass wir wahrscheinlich nie alle Standorte erfahren werden. Aber ich glaube, wie in dem Bild schon deutlich werden, ist es eine sehr, sehr große Menge an Lagern einfach. Und wie ihr vielleicht auch seht, unterscheiden diese Lager sich auch. Also es gibt unterschiedliche Farben da ja. Und das ist darin begründet, dass es eben auch unterschiedliche Formen von Zwangs- und Sklavenarbeit gibt. Also es gab sowohl zivile Zwangsarbeiter, die, in den, die aus den besetzten Gebieten kamen. Es gibt eben Kriegsgefangene bestimmter Nationalitäten, wie zum Beispiel italienische Militärinternierte oder sowjetische Kriegsgefangene, die auch zur Arbeit gezwungen worden sind. Und es gibt eben KZ-Gefangene, die dann in einer internen Hierarchie nochmal ganz unten stehen und die auch unterschiedlich jeweils behandelt werden, weswegen ich immer auch von Zwangs- und Sklavenarbeit spreche, weil es eben auch sehr große Unterschiede in der Behandlung dieser verschiedenen Opfergruppen gibt. Wie in der Karte auch deutlich wird, waren Zwangsarbeiter ein alltäglicher Anblick in Hamburg. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die Frauen, die im Dessauer Ufer untergebracht worden sind, ebenso wie die militärischen, italienischen Militärinternierten, mit öffentlichen Fähren transportiert worden sind, zusammen mit zivilen Arbeitern und waren deswegen eben ein alltäglicher Anblick. Ja, wie ich eben gerade gesagt habe, sind die KZ-Gefangenen ganz unten in dieser Hierarchie verschiedener Opfer, also in verschiedener Zwangs- und Sklavenarbeiterinnen. Das drückt sich aus in ihrer Behandlung und in ihrer Versorgung, wobei man eher von Unterversorgung sprechen müsste, sowohl mit Lebensmitteln als auch mit Klamotten und medizinischen Bedarfen. Die KZ-Gefangene wurden auch nicht vor alliierten Bombenangriffen geschützt. Also wir wissen auch aus überlebenden Berichten, dass die weiblichen Gefangenen bei solchen sich im Keller, in den Keller des Dessauufers mussten, der nur sehr unzureichenden Schutz geboten hat. Und es gab tatsächlich auch einen Bombentreffer auf das Gebäude, bei dem das Krankenrevier getroffen worden ist und 150 männliche KZ-Gefangene auch durch die unzureichenden Schutzmaßnahmen der Wachmannschaften verstorben sind. Genau. Es ist vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden, schon, dass wir sehr, sehr viel mit den Berichten von Überlebenden, die dort untergebracht waren, arbeiten. Das ist die Hauptquelle, durch die wir neben Akten, durch die wir von verschiedenen Arbeitsorten wissen, die Hauptquelle, mit der wir arbeiten. Um das vielleicht so ein bisschen deutlich zu machen, wie das aussieht, haben wir euch ein Beispielzitat mitgebracht. Das ist ein Zitat von einem Interview mit Dieter Kraus, die dort mit einem der zwei Transporte der als Juden verfolgten Frauen angekommen ist. Und genau, das würdest du einmal kurz vorlesen. Der Zug kam auf den Gleisen hier an, ein Viehzug. Dann wurden die Türen geöffnet und wir sahen in den Fenstern junge Männer.
Und als sie sahen, dass wir Frauen aussteigen, lachten sie und winkten und riefen uns zu auf Italienisch. Entschuldigung. Wir sahen das und dachten, da ist Hoffnung. Da können wir überleben. Das ist kein Konzentrationslager. Wir kamen ja von Auschwitz weg, von den Gaskammern. Genau. Dieses Zitat haben wir mitgebracht, nicht weil es das jetzt unbedingt aussagekräftigste ist oder eins, mit dem sich das Außenlager des HUFA irgendwie greifbar begreifen lässt, sondern eigentlich gerade eher, um auch nochmal deutlich zu machen, dass das gerade auch in so einer Länge gar nicht unbedingt möglich ist. Und stattdessen, was nämlich stattdessen aus unserer Sicht dort sehr deutlich wird, ist der unterschiedliche Stellenwert, den das HUFA auch in den Erinnerungen von Zeitzeugen hat. Was nämlich an dem Zitat sehr deutlich wird, ist, dass die weiblichen KZ-Gefangenen, die vor Ort untergebracht worden sind, das HUFA immer vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen in Auschwitz beschrieben haben. Und deswegen das in diesen Erinnerungen eine sehr positiv besetzte Erinnerung ist. Es gibt auch andere Erinnerungen, in denen das HUFA als Wendepunkt beschrieben wird. Also sehr positiv besetzt ist jetzt der falsche Begriff sicherlich. Aber in einigen Erinnerungen wird es auch als Wendepunkt beschrieben, in dem die Frauen zum ersten Mal wieder Hoffnung auf ihr eigenes Überleben fassen konnten. Davon darf man sich dann natürlich nicht zu sehr beeinflussen, also dadurch darf man natürlich nicht in den zu dem Trugschluss kommen, dass die Lebensbedingungen im HUFA nicht auch sehr schrecklich gewesen sind, und das steht auch im starken Gegensatz zu den Erinnerungen der männlichen KZ-Gefangenen, die erst seit kurzem in KZ-Gefangenschaft waren und deren Erinnerungen an das HUFA vor allem geprägt sind von Gewalterfahrungen und der Unbegreiflichkeit der Lebensumstände, in denen sie gezwungen werden sind, und der Konfrontation mit Gewalt und Mord, die dort natürlich auch stattgefunden haben. Sodass an dem Zitat aus unserer Sicht so ein bisschen deutlich wird, wie sehr man die immer mit dem jeweiligen Kontext sehen muss, in dem sie entstanden sind oder den sie beschreiben und welche Perspektive dahinter steckt, und eben nicht unbedingt verständlich oder greifbar machen, wie die Lebensumstände vor Ort tatsächlich waren. Darüber könnten wir jetzt auch noch viel länger reden, und wir können auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr Zitate bringen. Es gibt eine große Anzahl an überlebenden Berichten, und wir machen das an anderen Stellen auch gerne. Hier würden wir es dabei aber erstmal belassen und zum aktuellen Stand des Lagerhauses Gies übergehen. Genau. Man muss vielleicht insoweit ein bisschen ausholen, also nochmal in Erinnerung bringen, dass das Gebäude ja zu Anfang städtischer Besitz war, als es gebaut wurde und von der Hala geführt und verwaltet wurde. Das war auch nach dem Krieg so, da hat die Hala wieder die Kontrolle übernommen und das Gebäude wurde weiter als Lagerhaus benutzt. Zwischendurch war eine Teefirma drin, hat da drin Tee fermentiert und aufbereitet und weiterverkauft. Und dann hat es irgendwann in den 80er Jahren mehrere Jahre leer gestanden. Es war zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich runtergekommen und ist eigentlich nie wirklich saniert worden. Und es war damals so, dass man gesagt hat, eigentlich würde man es am liebsten abreißen. Aber ein paar Leute im Denkmalschutzamt damals hatten sich schon mit der Geschichte befasst und auch mit der Baugeschichte. Und irgendwie händeringend jemand gesucht, der das Haus übernehmen könnte, um es weiterzuführen, damit es eben nicht abgerissen wird. Diese Person wurde auch gefunden und hat dann eigentlich bis zu ihrem Tode 2017 das Haus als Lagerhaus weitergeführt. Und es ist aber auch in dieser Phase nicht wirklich saniert worden. Und man muss dazu, also es befindet sich also seit 1997 in Privatbesitz. Das heißt, die Stadt hat damals sich diese, nennen wir es mal, problematische Immobilie dadurch entledigt, dass sie das an einen Privatmenschen verkauft hat und damit ja auch die Verantwortung für die Geschichte versucht hat, vielleicht konnte man mutmaßen, loszuwerden, ist sie aber nicht, denn jetzt sitzen wir wieder hier. Und was ganz interessant ist oder wichtig zu wissen ist, dass im ganzen Hafengebiet eigentlich die Grundstücke, auf denen die Gebäude dort stehen, Raffinerien oder was immer es ist, sind im Besitz der Stadt und werden verwaltet von der HPA, Hamburg Port Authority.
Nachfolgeorganisation von Strom und Hafenbau, einer ehemaligen Behörde, die zusammen mit der Finanzliegenschaft dort die Grundstücke verwaltet hat. Die sind jetzt in einer quasi privatwirtschaftlichen, aber der Stadt gehörenden Gesellschaft, der HPA, werden diese Grundstücke verwaltet. Und nur das Gebäude selbst befindet sich in Privatbesitz. Um jetzt das ein bisschen abzukürzen, weil ich könnte mich da jetzt in Rage reden, bin schon auf dem Weg dorthin. Der Besitzer, von dem ich eben sprach, der ist leider 2017 gestorben, woraufhin das Gebäude in einem Insolvenzverfahren landete, wo interessanterweise auch die HPA, also die Stadt als Gläubigerin, involviert war. Es ist dann in diesem Insolvenzverfahren an andere Privateigentümer verkauft worden. Das heißt, die Grundsituation hat sich nicht geändert. Allerdings hat sich inzwischen das Bewusstsein der Stadt dahingehend geändert, dass sie auch, glaube ich, durch unsere Arbeit unter anderem verstanden haben, dass man das Haus sehr sensibel behandeln muss. Und sie haben mittlerweile ist zumindest im aktuellen Koalitionsvertrag festgehalten, dass das Haus erhalten und saniert werden soll und dass dort auch eine Gedenkstätte entstehen soll. Allerdings ist der Zeithorizont sehr groß. Man denkt da so an 2030 und es ist auch alles noch nicht sehr spezifiziert. Der Auftrag zur Erforschung des Gebäudes ist an die Gedenkstätte Neuengamme gegangen, mit der wir auch eng kooperieren. Wolltest du was sagen? Genau, also was man nämlich auf jeden Fall auch noch sagen muss, ist, dass es eben nicht nur eins der wenigen baulich erhaltenen Außenlager ist, sondern dass sich auch im Gebäude verschiedenste Spuren finden lassen, die einer der Gründe auch für den Denkmalschutz sind. Es finden sich Einritzungen im Keller, die abgesehen vom Denkmalschutzbericht nie wirklich systematisch erforscht sind. Und Erinnerung und Gedenken findet vor Ort auch nur sehr begrenzt statt. Ihr seht das auf dem Bild, es gibt zwei blaue Tafeln, es gibt einen Stolperstein, mittlerweile sind noch zwei private Tafeln dazugekommen, die dort hängen und eben an diese Geschichte erinnern. Abgesehen von einzelnen Veranstaltungen ist es das dann aber auch gewesen, was sich auch einreiht in ein generelles Nichterinnern der Stadt Hamburg an Zwangsarbeit im Hamburger Hafen. Es gibt keinen Gedenkort für Zwangsarbeit im Hamburger Hafen oder generell Zwangsarbeit in Hamburg. Das scheint sich jetzt vielleicht so ein bisschen zu ändern. Also es gibt eben diese Signale, dass das sich vielleicht ändern sollte. Aber wie es dazu kommt, ist eben offen und aktuell gibt es keinen Zugang zum Haus, in dem man irgendwie sich diese Spuren angucken könnte. Dieses fehlende Gedenken vor Ort hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass das Haus sehr lange eben im Freihafen lag, der nicht so frei zugänglich ist. Das hat sich nun ja geändert. Der Ort ist jetzt mittlerweile, man kommt da hin und wird sich auch noch weiter ändern, weil das Haus auch im Gebiet des Grasbrook liegt, eines Entwicklungsgebiets, in dem die Hafen City GmbH aktuell einen neuen Innovationsstadtteil plant. Das heißt, ihr seht hier rechts rot umrandet das neu zu bauende Gebiet. Das Lagerhaus G ist rot umkreist und links den aktuellen Gewinnerentwurf des Planungsverfahrens. Dort sollen Büros entstehen, in denen die Startups untergebracht werden sollen, Wohnungen, ein Park, eine Schule, Hochhäuser. Dort wird für 120 Millionen das Deutsche Hafenmuseum gebaut mit der Peking, in dem Hamburg seine eigene Weltoffenheit feiert und zelebriert. Und mit dem der Sprung über die Elbe auch realisiert werden soll und es wird dann auch immer groß davon gesprochen, dass dann das Hamburger Zentrum bis sozusagen zur S-Bahn-Station Veddel reicht. Unklar ist dabei aber eben, ob diese Erweiterung des Zentrums oder dieser Sprung über die Elbe dann auch bedeutet, dass eben diese bis jetzt sehr verdrängte Geschichte von Zwangsarbeit im Hamburger Hafen anders thematisiert wird oder vor Ort einen Erinnerungsort findet. Und damit würden wir dann so ein bisschen dazu übergehen, was wir machen. Oder das ist der Grund, warum es uns als Initiative auch gibt, dass wir das einfordern wollen. Unsere Arbeit gliedert sich so ein bisschen in drei verschiedene Bereiche, würde ich sagen. Ein großer, wesentlicher Bereich ist natürlich erst einmal überhaupt zu erforschen, was dort vor Ort stattgefunden hat. Ich habe ja eben schon die überlebenden Berichte
erwähnt, die wir durcharbeiten. Wir arbeiten aber natürlich auch mit Literatur und anderen Akten und tragen das Wissen, was es über das Lagerhaus gibt, zusammen. Wir vermitteln dieses Wissen aber natürlich auch, sowohl durch Führung vor Ort als auch durch Vorträge wie diesen hier oder andere Formen von Informationsveranstaltungen. Wir vermitteln das aber nicht nur, sondern wir gedenken natürlich auch dieser Geschichte. Da kannst du vielleicht was zu sagen. Ja, wir haben zu verschiedenen historischen Daten dort vor Ort Gedenkveranstaltungen durchgeführt, unter anderem zum 75. Jahrestag des Bombentreffers, von dem du schon gesprochen hast, wo im Krankenrevier 150 Leute ums Leben gekommen sind. Da haben wir uns dann mit einer Soundanlage vors Haus gestellt und auch Berichte von Überlebenden vorgelesen und den Ort versucht, als Gedenkstätte, als Gedenkort zu bespielen und Leute dorthin zu locken. Für viele ist es oft, man merkt, dass es ein unbekannter Ort ist, der wie eine Zeitkapsel mitten im Hafen steht, und viele Leute sind sehr erstaunt, dort auf so ein massives Gebäude zu treffen mit so einer Geschichte. Und wir haben auch eine andere Veranstaltung gemacht, die wir eigentlich vor Ort machen wollten, die wir dann aber online machen mussten, zum Tag der Befreiung, als dort die Leute aus dem Haus herausgeholt wurden und auf Todesmärsche geschickt wurden. Das haben wir dann versucht, in einem Gedenkfilm zu verarbeiten, der auch auf unserer Seite zu sehen ist. Und wir haben jetzt hier einen Film mitgebracht von einer Gedenkveranstaltung zu diesem besagten Bombentreffer. Ungefähr 5 Minuten, da könnt ihr jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie unsere Arbeit vor Ort aussieht. Nicht nur im passiven Widerstand, sondern auch in aktiver Solidarität unter den Häftlingen drücken sich widerständige Momente aus. Wie überlebenswichtig diese Solidarität sein konnte, zeigt sich besonders am Beispiel des Krankenreviers, denn dieses stellte nicht nur infolge des Bombentreffers einen Ort der Gewalt dar, wie Victor Bayon sich erinnerte. Der Lagerführer, Karl Wiedemann, teilte uns bei einem Mittagsappell mit: Es wird niemand ins Revier aufgenommen, es sei denn, um zu sterben. Spätestens seit im Oktober 1943 festgelegt worden war, dass sich nur 10% der Häftlinge im Krankenrevier aufhalten durften, wurde das Krankenrevier zu einem Ort der Gewalt. Da in vielen Außenlagern deutlich mehr als nur jeder 10. Häftling erkrankt war, versuchte die SS permanent, kranke Häftlinge aus dem Revier zur Arbeit zu treiben. Für Jean Lebris hingegen stellte es zu Beginn seiner Haft einen Akt der Widerständigkeit dar, sich nicht ins Revier aufnehmen zu lassen. Denn wie er schreibt, glaubte er, wer ins Revier ging, sei völlig wehrlos. Und auch, man müsse sich mit anderen zusammentun, die in besserem Zustand als man selber seien. Während seiner Zeit am Dessauer Ufer hatte er bereits so sehr an Kräften verloren, dass er beim Treppensteigen, wie er berichtet, an dem Punkt angelangt war, wo ich nicht mehr genug Kraft hatte, um meine Holzschuhe anzuheben. Und ich habe das mehrere Tage lang so ausgehalten, dass ich meine Schuhe ausgezogen habe, während wir die Treppen hinaufgingen, weil es so leichter war. Und da habe ich begriffen, dass ich nicht mehr konnte und dass ich eines Tages hinfallen würde. Und wenn das außerhalb des Kommandos passierte, könnte mir der SS-Mann genauso gut eine Kugel verpassen, anstatt mich zurückbringen zu lassen. Das war hoffnungslos. Und da bin ich dann im Revier gewesen, aber ich war in so einem Zustand, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, dort aufgenommen zu werden. Und das war dann auch eine große Erleichterung, weil uns diese zerlumpten Kleider ausgezogen wurden. Und das waren wirklich nur noch Fetzen. Und wir waren 2 Leute pro Schlafstelle, mehr nicht. Und wir bekamen eine Decke. Und da gibt es einen Trick, den wir kannten. Wenn man so voller Läuse ist, wenn man ganz nackt und von einer Decke umhüllt sein kann, wenn die Decke dann anfängt, durch die Körperwärme warm zu werden, dann bleiben die ganzen Läuse in der Decke. Und das juckt da nicht mehr, das zwickt nicht mehr. Und dort gab es dann plötzlich keinen Appell mehr. Keine Arbeit, in diesem Elend war das eine Art Hafen des Friedens. Ja, der Ruhe. Schaffte man es also, ins Revier aufgenommen zu werden, konnte dies auch eine Art der Erholung darstellen. Wie Bayon berichtet, schaffte er es, dank der Solidarität der Häftlingsärzte und Pfleger immer wieder Kranke ins Revier aufnehmen zu lassen.
Da er schon 3 Jahre im Stammlager Neuengamme inhaftiert gewesen war, hatte er, so wie die anderen, die er als Alteingesessene bezeichnet, Erfahrung im Aufbau von solidarischen Strukturen unter den Häftlingen. Diese Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigten der Häftlingspfleger und der Arzt auch ganz akut während des Bombentreffers. Unter Leitung von Steenbergens, der gerade 5 Kranke aus dem Schutt des Gebäudes geholt hat, werden die Kranken und Verletzten unter den Güterwaggons und in den Bombentrichtern abgelegt. Dort wird erste Hilfe geleistet und unter Leitung von Professor Quinault, dem französischen Arzt, werden aus zerrissenen Hemden bestehende Verbände angelegt. Währenddessen geht der Angriff weiter. Während des ganzen Bombardements ist keiner unserer Bewacher zu sehen. Béant selbst war ebenfalls an Rettungsaktionen beteiligt. Dann hören wir über uns Hilfeschreie. Hilfe, au secours! Es ist ein Belgier, ein Wallone aus meinem Nachbarblock. Ein Pole fragt, wer ihm dabei helfen will, um den in Not geratenen herauszuholen. Das Abwehrgeschütz bellt unaufhörlich, Bomben pfeifen und explodieren. Der Angriff wird fortgesetzt. Niemand beantwortet die Frage des Polen. Er wiederholt sein Ersuchen, woraufhin ich beschließe mitzugehen. Ängstlich klettern wir durch die herabgestürzten Steine und Balken mühsam nach oben. Die ganze Vorderseite ist eingestürzt und bildet auf der Straße einen Steinhaufen. Glücklicherweise ist die Treppe, die nach oben führt, noch begehbar. Nach dem Beseitigen einiger Trümmer erreichen wir unser Ziel. Schnell befreien wir unseren eingeklemmten Kameraden. Er hat nur oberflächliche Quetschungen. Schnell klettern wir in unseren Schutzraum zurück. Lange können wir dort jedoch nicht sitzen bleiben. Der noch stehende Gebäuderest hat Feuer gefangen. Da die Bomben nicht mehr in unserer unmittelbaren Umgebung einschlagen, verlassen wir unsere Zuflucht, um die anderen Häftlinge zu unterstützen, die damit beschäftigt sind, die Kranken zu retten. Um diese Geschichten der gegenseitigen Solidarität, Hilfe und des Überlebens zu erzählen, aber auch um an diejenigen zu erinnern, für die jede Hilfe zu spät kam, sind wir heute hier. Wir möchten euch einladen, mit uns zusammen hier am ehemaligen Krankenrevier Blumen abzulegen und so für alle sichtbar an die Geschichte dieses Ortes zu erinnern. Vielen Dank. Ja, wir hoffen, ihr konntet damit einen kleinen Eindruck davon gewinnen, wie solche Gedenkaktionen auch vor Ort durchlaufen. Genau, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das auch jeweils nur Anschnitte sind davon, was wir machen und was wir auch über den Ort teilweise schon wissen und dass es sozusagen noch viel mehr Aspekte gibt und viel mehr Themen gibt, die man noch weiter thematisieren könnte oder in die man noch tiefer reingehen könnte. Es geht, wie gesagt, vor allen Dingen darum, hier erstmal einen kleinen Eindruck davon zu geben, um was für ein Ort es sich handelt und wie wir dort arbeiten. Genau, neben Gedenken und einer Vermittlung der Geschichte erheben wir aber auch politische Forderungen, wie vielleicht auch schon deutlich geworden ist. Wir beteiligen uns am sogenannten wettbewerblichen Dialog des Grasbrooks beziehungsweise verfolgen aufmerksam eben die Planung der Hafen City GmbH, dieses neuen Stadtteils, vernetzen uns mit den verschiedensten Akteuren, machen Öffentlichkeitsarbeit und versuchen, öffentlichen Druck aufzubauen und haben zu diesem Zweck zum Beispiel letztes Jahr, als es noch möglich war, eine Demonstration, eine Fahrraddemo veranstaltet, zu verschiedenen Erinnerungs- und Gedenkorten oder solchen, die es werden könnten, in Hamburg gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass Gedenk- und Erinnerungsorte in Hamburg, aber auch generell, eben nie eine Selbstverständlichkeit sind, sondern immer etwas, das durch antifaschistische Aktive erkämpft worden ist und immer gegen eine widerwillige Stadt Hamburg auch durchgedrückt werden musste und auch immer noch erkämpft werden muss, wie sich am Beispiel des Lagerhaus Gees sieht. Sehen lässt. Unsere Perspektive ist nämlich, dass das ein Haus ist, dass dort ein Gedenk- und Erinnerungsort entstehen muss an Zwangsarbeit im Hamburger Hafen, eben weil es ein einzigartig erhaltenes Außenlager ist, das ist der größten Außenlager Hamburgs, das sich aber durch seine verschiedene Nutzung oder anhand dessen verschiedener Nutzung sich aber auch sehr gut die verschiedenen Perspektiven von Zwangsarbeit im Hamburger Hafen thematisieren lassen, durch die männlichen und weiblichen Häftlinge und italienische Militärinternierten und sowjetischen Kriegsgefangenen.
Das ist aber auch nicht das Ende unserer Forderungen. Das Haus ist, wie ja eben schon gesagt worden ist, 24.000 Quadratmeter groß, sodass wir ein Konzept entwickelt haben, das darüber noch hinausgeht. Das Konzept ist fast fertig. Wir werden es demnächst veröffentlichen. Und unser Ziel ist es, das Haus als ein Ganzes zu denken, was aus dem, nennen wir es mal, Rentabilitätsdruck im Hafen einerseits, aber auch im Bau eines neuen Stadtteils eigentlich herausgenommen werden muss, um seiner Geschichte gerecht werden zu können. Also ich habe ja vorhin schon was erzählt von dem oder angedeutet, dass es dort einen ziemlich beträchtlichen Sanierungsstau gibt. Es hat jahrelang durch die Dächer reingeregnet. Meterdicke Balken sind durchgerottet. Also, ihr habt an den Bildern gesehen, dass das Gebäude auf Gründungsfehlen am Ufer steht. Also es gibt viele Teile des Gebäudes, mit denen man sich bei einer Sanierung beschäftigen muss. Gleichzeitig haben wir ja auch berichtet, dass es in dem Gebäude eben auch noch viele Spuren, speziell auch aus der Zeit der Nutzung als Außenlager, gibt, die bisher nicht systematisch erforscht wurden. Und wir gehen davon aus, dass man bei einer Sanierung so vorgehen muss, dass man quasi archäologisch dort arbeitet und immer gucken muss, was haben wir hier, was bedeuten die mögliche Einritzungen an irgendwelchen Balken. Es wurde uns auch erzählt, dass dort in früherer Zeit bei kleineren Sanierungsarbeiten öfters auch Gegenstände gefunden wurden, die Häftlinge dort damals versteckt haben. Also es ist wirklich in jeder Hinsicht ein Ort, wo man nicht einfach nur hingehen kann und die neue Farbe auftragen kann oder wo man große Umgestaltungen leichtfertig machen kann. Also wir glauben, dass man das Hand in Hand denken muss. Und wir sind uns sehr sicher, dass man mit diesem Vorgang bald anfangen müsste, um das Haus, um wirklich den Bestand zu sichern. Denn wir haben schon vor 3 Jahren die Gelegenheit gehabt, das Haus ein bisschen zu untersuchen, auch mit Expertinnen, und haben festgestellt, dass es sanierungsfähig ist, aber dass man damit auch sehr bald beginnen muss. Deswegen betrachten wir die Zeitpläne der Stadt oder der Hafen City GmbH als Verantwortliche doch recht kritisch. 2030 ist einfach zu spät. Und unsere Nutzungsforderungen, um darauf jetzt nochmal einzugehen, beziehen sich darauf, dass wir die Vision haben, dass das Haus in einer Art genossenschaftlichen Nutzung überführt wird, die sowohl dem Anspruch gerecht wird, ein Gedenkort zu sein, ihn zu tragen und ihn zu verwalten, wo aber auch drin beinhaltet ist, dass dieses Haus der Öffentlichkeit, der Gesellschaft geöffnet wird und dass dort Räume für soziale, kulturelle Bedürfnisse hergestellt werden, geöffnet werden. Denn es gibt in dieser Stadt, speziell in den umliegenden Stadtteilen Wilhelmsburg, Vettel oder auch Rothenburgsort, großen Bedarf an Räumen, auch für Handwerkerinnen, für Künstlerinnen, für die das Lagerhaus G ein sehr guter Ort sein könnte, ein Hafen, wo man solidarisch wirtschaften kann. Man müsste ein Konzept erarbeiten, wie man dieses Haus sozusagen saniert und betreibt und sicherstellt, dass alle, die in dieser Vision beteiligt sind, dort ein Auskommen haben. Aber dass mit dem, was dort stattfindet, sichergestellt ist, dass es sich mit der Gedenkstätte verträgt, mit dem Gedenkort. Man kann, wenn man jetzt an Stadthaus denkt, wo ein Luxus-Shopping-Tempel reingekommen ist und der Gedenkort ein 50 oder 70 Quadratmeter Teil einer Buchhandlung ist, dann kann man durchaus sehen, wie es nicht sein kann, wie es nicht passieren kann. Also die Pläne der Hafen City GmbH, was genau die Nutzung dieses Gebäudes nach einer Sanierung sein soll, sind sehr vage. Und natürlich müssen auch die Hafen City GmbH darauf achten, dass die Rechnung am Ende aufgeht. Und wir versuchen einfach jetzt ein Konzept dagegen zu stellen und versuchen ein Bündnis hinzukriegen mit anderen Menschengruppen aus der Stadt, um diese Leerstelle zu füllen. Genau, vielleicht aber nur auch noch ergänzend. Es ist natürlich auch vor allen Dingen eine Verantwortlichkeit der Stadt Hamburg, ein Gebäude mit so einer Geschichte, das sie sehr bewusst hat, verfallen lassen hat und an dessen Geschichte bis jetzt nicht erinnert wird,
zu sichern und dort Gedenken und Erinnerungen zu ermöglichen. Und da ist eben unsere Perspektive, dass öffentliche Verlautbarung, dass das natürlich passieren soll, erstmal nur begrenzte Aussagekraft haben, wenn man sich die Geschichte des Erinnerns in Hamburg anguckt und nur dann erfolgreich sind, wenn das auch lautstark öffentlich immer wieder eingefordert wird. Und eben genau dafür sind wir da. Und wir glauben aber auch, dass solche Auseinandersetzungen vor allen Dingen dann erfolgreich sind, wenn sie es schaffen, sich mit anderen Auseinandersetzungen zu verbünden. Und da ist eben ganz offensichtlich, dass die Veddel ein Stadtteil mit großen Raumbedarfen ist, der sehr lange nicht im Fokus der Stadt Hamburg oder ihrer Entwicklung lag, neben die jetzt ein Stadtteil der Hafen City gebaut wird. Und dass das eigentlich auch nicht passieren darf, ohne dass sich mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandergesetzt wird. Und das ist das, was wir versuchen einzufordern. Genau, damit sind wir auch so ein bisschen am Ende unseres Vortrags. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns irgendwie Kontakt aufnehmen wollt. Es geht über die verschiedensten sozialen Medien oder klassisch per Mail. Wir freuen uns auch über Anregungen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Interesse habt, weiteres zu erfahren über das, was wir hier angeschnitten haben. Veranstaltungen und Informationen dazu, was wir machen oder was das Lagerhaus G ist, findet ihr auf unserer Seite oder dann als Ankündigung halt. Genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sprechen gleich weiter vielleicht. Ja, genau. Vielen Dank euch für diesen spannenden Vortrag. Sollten jetzt noch Leute Fragen haben, ihr wisst ja, ihr könnt jederzeit über die genannten Kanäle nennen. Die zwei werden jetzt noch quasi dann später live oder dann wie es in dem Moment, in dem ihr das seht, auch für eine Q&A zu haben sein. Also haut rein. Und wir schauen jetzt gerade mal, was für Fragen reinkommen. Ansonsten bis später.